zwei Videos und heute bin ich in eine etwas seltsame Perspektive, aber habt ihr gesehen, habe ich den Kuchentisch voll mit den Balkonpflanzen, weil es draußen geworden der Winter und ich habe sie gemusst evakuieren. Kann ich nicht lassen, meinen Thymian und meinen Salbei auf den Balkon bei 0 Grad. Habe ich schon Probleme mit dem Wein, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Warum ich heute hier bin, habe ich bekommen ein Paket. Warum habe ich bekommen? Das ist meine Kind, ist die Werbung, statt die Musik, muss ich kurz. Nicht leider. So, bin ich wieder da. Ist die Musik von meinem Kind, nicht von mir. Nerv ist kurz ein bisschen hören, die Musik, wenn ich mit euch spreche. Ja, habe ich bekommen eine Backele. Warum habe ich bekommen Backele? Habe ich gewonnen bei einem Preisausschreiben und das hat mich sehr gefreut. Habe ich mitgemacht bei dem Preisausschreiben von einer Bloggerkollegin. Macht sie auch sehr gute Essen. Könnt ihr finden auf Stories on a Platte. Mache ich euch den Link unten in die Infobox. Und jetzt freue ich mich schon sehr auf dieses Buch. Schauen wir hinein. Oh, haben sie sogar die Goodies eingepackt. Ist von dem Verlag ein Lesezeichen, eine Postkarte, ein bisschen Werbung für andere Kochbücher. Und hier ist das. Ist hier das Buch, könnt ihr sehen. Heißt es das Buch Mund voll? Mit Kartoffeln, Reis, Nudeln und Getreide rund um die Welt. Eine kulinarische Reise voller Gerüche und Geschmäcker. Von Florentina Klampferer. Habt ihr das gemerkt? Den Namen Florentina, schöner Name. Und gibt es hier noch ein Tuch dazu von dem Verlag? Ist es ein Kuchentuch oder ein Kuchenschurz? Ist ja ein Kuchentuch, oh, kann ich endlich einmal abtropfen, die Topfen. Wenn ich mir dieses Buch anschaue, werde ich es gemütlich durchblättern bei einem Glas Wein und schaue, was die Florentina da alles hineingepackt hat. Und ich bin mir sicher, dass ich auch das eine oder andere kochen werde, habe ich schon vorab gesehen. Es sind ein paar sehr coole Sachen dabei. Papa, so ruft mich meine Tochter. Muss ich los und muss ich auch schauen, ob der Gennaro zurechtkommt mit dem Schnee, wie auch, falls das muss ich helfen. Jedenfalls, nochmal vielen Dank und schaut hin auf den Blog von der Florentina, Stories on a Platte, findet ihr den Link unten in die Box. Schaut euch das an, ist sicher auch sehr cool, ist auch immer wieder auf meiner Box. Ja, ich komme, oh! Wer ist hier der Boss, Die kleine Schlumpf ist die Boss. Ja, wollte ich sagen, danke, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Ich muss machen die Mittagessen, probiere ich heute etwas Neues, vielleicht mache ich das dann auch bald für euch. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Lasst euch nicht von dem schlechten Wetter die Laune verderben und wir sehen uns bald im nächsten Video. Ciao von Lorenzo, sehen wir uns bald bei Lorenzos Kuchengerüchte. Ciao! Und ich habe es auch mit dem Schnee, alles gut? Gennaro, das müssen wir probieren, das schaut so gut aus. Rebraten mit Polenta und Marille. Das klingt gut, oder? Kartoffeleis, hast du das schon gehört einmal, So kenne ich auch einen Zitronenrisotto, aber ich mache nicht als die Nachspeise, sie macht das als Nachspeise. Das klingt jetzt aber auch gut, Das machen wir nicht für die Dessert und die Herbst. Das sind echt gute Sachen, jo. Ich lese noch ein bisschen. Ich kann mich nicht losreißen von dem Buch. Nein, geh du nur schlafen. Ich lese noch ein bisschen. Kannst du träumen von den Macaroni von den Philippinen?